gerade, ich will euch das Aufgebraucht-Video von Juli machen. Ich weiß. Ich weiß, no comment, ich weiß. Fangen wir auch gleich mal an. Ja, da haben wir wieder das M. Ich habe meinen Augen-Make-up-Entferner aufgebraucht. Ja. Ja, ich mag ihn noch immer. Ich hoffe, der geht nie aus dem Sortiment. Mehr kann ich eigentlich gar nicht dazu sagen. Ihr kennt ihn ja eh auswendig. So wie die Wattestäbchen, die ich für meinen Schminktisch habe. Die kennt ihr auch auswendig. Die kaufe ich mir auch immer wieder nach. Manchmal passiert mir leider so ein Fail, dass ich vergesse, dass ich sie mir schon nachkauft habe. Kaufe sie dann doppelt und habe dann viel zu viel zu Hause. Passiert auch hin und wieder. Dann die Hofer Wattepads habe ich einmal leer gemacht. Die kennt ihr auch. Dann die Reinigungstücher, einmal die Kokos, kennt ihr auch. Und einmal die Pure Camille, kennt ihr auch. Dann kommen ein paar Sachen, die ihr nicht so kennt. Oh ja, die Nose Wraps kennt ihr von Biore. Die mache ich in letzter Zeit viel zu selten und ich merke schon langsam, dass ich wieder öfter die machen sollte. Aber ja, wenn man nicht so viel Zeit hat, ist es ein bisschen schwieriger. Dann habe ich Masken leer gemacht, ein paar. Einmal die Very Berry Mood Mask von Moutarde de Chanel. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so verschwommen, schaut so aus. Ja, ich habe noch immer eine Hassliebe mit der. Ich kann mich irgendwie nicht so ganz dran gewöhnen. Ich glaube, ich habe auch hoffentlich bald keine Backups mehr von der. Ich hoffe es wirklich. Die, die ich sehr gern mag, ist von Freeman, die Clay Mask. Die finde ich gut. Die ist so blau, riecht voll geil nach Marzipan, finde ich. Und die mag ich wirklich gerne. Ich bild mir aber ein, ich habe noch ganz viele in groß. Weil mir gehen diese Einmalanwendungen aus von Freeman. Aber ich glaube, ich habe noch so viele große Tuben. Dann habe ich einmal die Tropical Dream Mask von Balea aufgebaut. Und der traue ich hinterher, weil die gibt es leider nicht mehr. Und ich glaube, ich habe nicht mehr so viele Backups, wenn ich mich nicht irre. Aber es gibt ja jetzt wieder aktuell eine neue, die ich mir noch nicht gekauft habe, fällt mir gerade auf. Weil die Min hat mir das gezeigt, dass die gibt. Die ist mit dem Kaktus oben drauf. Aber die habe ich mir bis jetzt noch nicht geholt, weil ich eh noch so viele andere habe. Also eine Duschmaske habe ich nur aufgebraucht und das war die Coffee Break. Die war mega. Die habe ich ja von Tiki Max mir damals gekauft. So gut. Ich muss wieder mal, jetzt bevor es wieder ein bisschen kühler wird, aber heute schaut es richtig beschissen draußen aus, wieder Duschmasken verwenden, weil im Winter lasse ich sowieso und deswegen, ich muss mir ein bisschen, muss mich ein bisschen mehr zusammenreißen und ein paar Duschmasken wieder aufbrauchen. Oh, ich habe noch einmal diese Nose Stripes hier aufgebraucht, aber diesmal in der Verpackung, weil da nur noch, glaube ich, ein Stück drinnen ist, wenn ich mir jetzt nicht irre. Ja, die fand ich aber nicht so gut, das waren die im Zebra-Look. Ich habe jetzt die noch im Leoparden-Look, die habe ich noch, aber irgendwie, ich mag die schwarzen von denen am liebsten. Gibt ja wieder eine Limited Edition, die habe ich mir aber bis jetzt noch nicht gekauft, weil ich eben nicht zufrieden war mit denen, die was limitiert sind. Oh, ich habe noch eine Maske gefunden. Das ist die Weißer Tee und Kirsche. Die finde ich ja mega. Und ich weiß noch nicht, ob ich noch welche habe. Weil die fand ich echt gut. Das war eine meiner Lieblingsmasken von Balea. Aber die gibt es nicht mehr. Dann habe ich zwei Duschgel leer gemacht. Einmal das CD. Da steht jetzt noch neu drauf, aber das gibt es nicht mehr. Das habe ich mir damals dann beim DM, war das glaube ich, um 1,50 oder so gekauft, weil ich das unbedingt haben wollte. Pfui. Aber es hat gut gerochen. Das Problem ist halt, es gibt es nicht mehr und deswegen brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel darüber reden. Weil es gibt jetzt zwei neue, eins glaube ich mit Baumwolle und eins mit Grapefruit oder so. Die habe ich mir noch nicht angeschaut, aber ich finde die auch ein bisschen zu teuer, wenn ich ehrlich sein soll. Ich mag sie, aber sie sind halt extrem teuer. Das war ja jetzt Wasserminze und Gurke. Ich mochte es, aber wie gesagt, das gibt es nicht mehr. So wie das hier. Das gibt es leider auch nicht mehr. Aber ich liebe es. Das ist das Aveo Like a Pina. Nein, I Like Pina Colada. Ich sollte mal wieder in einen Lesekurs gehen. Das mag ich wirklich gern. Ich habe noch ein paar Backups. Aber was soll ich sagen? Es gibt es halt auch wieder nicht mehr und das nervt mich. Ich habe lauter Limited Edition, fällt mir auf. So wie das hier. Das ist auch ein Duschgel von Yves Rocher. Das gibt es ja auch nicht mehr. Das ist dieses Orange, das ich ja so geil finde. Hm, das mag ich auch so gern. Mein Bruder mag das ja auch voll. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Backups ich noch habe, muss ich ehrlich zugeben. Aber das ist eins meiner absoluten Lieblinge. Und das gibt es leider nicht mehr. Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Dann habe ich einen Badezusatz aufgebraucht, den Melone, den ihr vor kurzem erst in meinem Haul gesehen habt. Den finde ich richtig geil. Und den muss ich mir noch bunkern, glaube ich, bevor der aus dem Sortiment geht. Weil den mag ich extrem gern. Ihr wisst ja, Melone und ich, wir vertragen sich. Reimt sich sogar.
Dann habe ich eine Cremeseife aufgebraucht von Aveo. Habe ich mir schon lange keine mehr gekauft gehabt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, kaufst du dir mal wieder eine davon. Und die war aber nicht schlecht. Das war diese Kokosmilch-Cremeseife. Die war wirklich gut. Und ich glaube, ich habe noch ein paar Nachfüllungen von Aveo. Deswegen muss ich mir das dann aufheben. Aber die war echt gut. Die war wirklich gut. Dann habe ich noch einen Badezusatz aufgebraucht. Den finde ich auch gut. Den habe ich auch noch einmal. Das sind diese Kügelchen. Nicht diese Kristalle, sondern diese Kugeln von Balea sind das. Und den mag ich so, so gerne. Ich finde aber irgendwie, dass der mehr im Winter passt als jetzt im Sommer. Aber werde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Ja, dann habe ich ein Mini-Duschgel aufgebaut von Yves Rocher. Das ist dieses Monoi-Duschgel. Das kennen sich so viele. Ich kaufe mir das nie in groß nach. Ich habe es öfter jetzt schon geschenkt bekommen von Yves Rocher. Aber ich kaufe mir das nie in groß, weil ich es immer in klein kriege im Sommer. Und deswegen, das reicht mir. Viele mögen ja den Duft extrem gern. Sogar meine Schwester, glaube ich, gehört da dazu. Aber ich habe mich ein bisschen satt gerochen. Deswegen bin ich froh, dass ich immer nur die kleine kriege. Und dann war es das. Dann, die hat mir die liebe Tanja gegeben zum Probieren. Das sind Proben von Lush. Das ist einmal das Daddy O Shampoo. Und einmal den Happy Happy Joy Joy Conditioner. Beide Sachen fand ich echt gut. Nur habe ich das Gefühl, dass meine Haare mehr fetten, seit ich die Lush-Sachen verwendet habe. Deswegen, ich muss das noch im Auge behalten, weil ich versuche jetzt gerade krampfhaft ein anderes Shampoo leer zu kriegen, weil ich so viel Zeug habe. Und deswegen wird es mal Zeit, ein paar Sachen leer zu kriegen. Dann habe ich nochmal mal Hofer Wattepads aufgebraucht. Sehr spannend. Meine Einmalwaschlappen da habe ich auch gebraucht. Ja, dann habe ich noch einen Badezusatz. Wo bist du hin? Das ist der von Terra Naturi. Den mag ich ja und ich habe Gott sei Dank noch ein paar Backups. Das ist wie sehr auswendig, aber den gibt es leider nicht mehr. Dann habe ich ein Rasiergel leer gemacht von der Müller Eigenmarke. Mag ich auch sehr gern. Das Problem war auch, dass der eher für den Winter wäre. Da kommen jetzt Bläschen raus. Ja, der wäre eher für den Winter was, finde ich. Weil Vanille ist eher was für mich für den Winter. Aber der war gut, den würde ich mir sogar nachkaufen. Aber ich habe dabei noch andere Sachen, die ich leer machen muss. Dann habe ich einmal das Peeling von Trestle, Trackle, wie auch immer, aufgebraucht. Das ist das Grapefruit gewesen. Gibt es ja leider nicht mehr. Mochte ich aber sehr gern. Es gibt ja jetzt zwei andere und die habe ich mir bis jetzt noch nicht gekauft, weil ich noch so viele andere Sachen habe. Aber das fand ich gut. Gibt's halt, wie gesagt, leider nicht mehr. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht, was voll eklig ausschaut. Ich halte es nicht so nah hin. Es schaut wirklich widerlich aus. Es ist ein Duschgel von Caudalie, heißt das. Es war okay, aber ich finde, das ist mega teuer für das, was... Eine Ex-Arbeitskollegin, die ist jetzt leider nicht mehr bei uns, die mochte das mega. Die hat sich das sogar angeblich nachkauft, aber ich weiß nicht, ich finde es irgendwie nicht so prickelnd. Mich hat es jetzt nicht so vom... Es riecht gut, aber es ist jetzt nicht so meins. Es riecht sehr parfümiert. Also es riecht eher wie ein Parfum als wie ein Duschgel. Und ich glaube, das stört mich. Das stört mich irgendwie. Aber es ist okay. Aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Wir haben es nämlich von der Apotheke, was neben mir, wo ich arbeite, ist, geschenkt bekommen. Weil die, mit denen verstehe ich mich auch gut. Und die schenken mir immer so ganz liebe Sachen. Ich habe sogar noch einen Reinigungsschaum von Caudalie. Aber ich glaube, mir wären die Sachen viel zu teuer, um sie mir nachzukaufen. Sage ich euch ganz ehrlich. Dann habe ich mein Trockenshampoo leer gemacht. Es gibt jetzt ein neues mit Lippen drauf, was ich sehr gerne mal probieren würde. Aber ich habe noch so viele Backups von dem, deswegen kaufe ich mir jetzt mal erst keins nach. Und ja, aber das mag ich noch immer. Ich gehe halt schon ein bisschen sparsamer damit um. Durch dass das jetzt so heiß war, habe ich mir öfter meine Haare waschen müssen. Weil das war wirklich, also der Sommer heuer hat mich echt umgebracht. Das war wirklich ekelhaft. Ich musste heute schon wieder Haare waschen, obwohl ich das erst vor kurzem gemacht habe. Aber ja, deswegen benutze ich das nicht so oft und geht auch jetzt zurzeit nicht so oft leer. Aber ich mag es noch immer. Mein absolutes Lieblingstrockenshampoo. Ich weiß noch immer nicht, ob es das noch beim Bieber gibt. Müsste ich jetzt mal nachschauen. Dann habe ich eine Meridol aufgebraucht. Weiß ich gar nicht mehr, aber die benutze ich ja hin und wieder. Und ich habe jetzt leider so viele Sachen, weil sonst würde ich mir die nochmal nachkaufen. Aber ich muss erstmal meine anderen Sachen aufbrauchen. Dann habe ich eine Probe von Yves Rocher aufgebraucht. Das ist die, die ich immer für Hals und Dekolleté verwende. Man sieht das überhaupt nicht jetzt. Ja, ich würde mir keine von Yves Rocher mehr kaufen. In Original, würde ich jetzt mal sagen. Wenn, dann würde ich sie... Nein, ich mag sie nicht. Ich habe auch die ich gehabt habe für Hals und Dekolleté, die ich eigentlich dafür verwenden wollte, habe ich jetzt auch verschenkt, weil ich sie nicht mag.
Dann habe ich mein Deo leer gemacht. Das mag ich auch nicht. Also das war dieses Clean Scent. Ich habe jetzt das Rosane, das habt ihr im Haul gesehen. Eines benutze ich ja und eins habe ich ja als Backup. Das Rosane finde ich gut, aber das... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Und ich finde, das ging sehr, sehr schnell leer. Das ging wirklich mega schnell leer. Dann habe ich endlich, ich kann es gar nicht glauben, dass ich das sage, eine Bodylotion leer gemacht von Yves Rocher, die Hafer. Die ist endlich leer. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich die leer gekriegt habe. Aber jetzt bin ich wieder in letzter Zeit so eingremvoll. Leider. Aber die war okay. Die war okay. Ich würde sie mir jetzt, ich meine, man kann sie eh nicht mehr nachkaufen, aber ich, ja, man kann nicht mehr viel sagen, weil die gibt es eh nicht mehr, die Hafer. Leider. Ich habe sie jetzt noch in, das war ja die Body Creme und ich habe es noch in Body Lotion zu Hause. Ja. Dann habe ich meinen Moonspray aufgebraucht. Der geht in letzter Zeit extrem schnell leer. Von der Eigenmarke von Müller. Kaufe ich mir immer wieder nach. Habe ich in meiner Handtasche und auch in meinem Spind. Jetzt aktuell sogar wieder in meinem Spind, so brav ich bin. Dann habe ich noch eine Probe von dem American Cream aufgebraucht. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie ich das fand. Ich fand das Daddy O fand ich besser als das. Würde ich mir eher das Daddy O, glaube ich, nachkaufen. Da bin ich extrem traurig, dass mir das leer worden ist. Das ist von Biotherm der Duschschaum gewesen. Der war so gut. Der war so, so gut. Ich glaube, im letzten Video habe ich auch die Bodylotion aufgebraucht, die kleine, die ich gehabt habe. Und die fand ich auch gut. Und den Duschschaum, wenn ich nicht so viel hätte, würde ich mir Biotherm sogar nachkaufen. Aber ich habe noch so viele Sachen und sollte die wirklich ernsthaft mal aufbrauchen. Ich versuche auch gerade einen Aftersun-Duschschaum leer zu machen. Ich glaube, den habe ich euch im letzten Haul gezeigt. Den versuche ich gerade aufzubrauchen. Sorry, ich muss mich gerade anders hinsetzen. Aber die Biotherm-Sachen finde ich echt gut. Das sind diese Bath-Therapy-Sachen. Ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen. Und die mag ich so, 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 so gerne. Ich hätte so gerne auch das Duschgel und das Peeling davon. Aber ich habe noch so viele Sachen und sollte die endlich mal aufbrauchen. Aber ich glaube, wenn heuer die Sets wieder rauskommen, die letztes Jahr, die es letztes Jahr gab, würde ich mir davon sogar ein Set kaufen. Wenn ich bis dahin mehr leer habe, sagen wir es mal so. Dann habe ich einmal ein Duschgel aufgebraucht, das was von Sorbeer war. Was? Das war kein ordentlicher Satz, oder? Ich habe ein Duschgel leer gemacht von Sorbeer, so gehört es eher. Das war mit diesen Sternchen drin, ich habe es aber dann als Badezusatz verwendet. Ich muss sagen, das war echt mühsam, das leer zu machen. Ja, ich sollte mir solche Sachen nicht mehr kaufen. Dann habe ich leider mein Gesichtswasser von Biotherm aufgebraucht und ich habe es mir wieder nachgekauft. Ich liebe das. Ich habe das auch mal einer Kundin gezeigt. Ich finde, das hat so einen minzigen Effekt. Ich mag das voll gern in der Früh, weil ich habe da das Gefühl, dass das ein bisschen meine Haut aufweckt. Und ich liebe das. Das ist von dieser Skin Oxygen Reihe. Das ist mein absolutes Lieblingsgesichtswasser. Und ich glaube, ich werde nicht mehr wechseln, was für morgen das Gesichtswasser betrifft. Abends bin ich noch nicht so zufrieden, aber das ist mein absoluter Liebling. Und ich habe es mir, wie gesagt, schon nachgekauft, benutze es gerade und es wird schon wieder bald leer. Also... Das geht relativ schnell, wenn ich ehrlich sein soll. Dann habe ich eine Creme aufgebraucht, eine Probe von Elisabeth Arden und die mochte ich auch sehr gern. Ich versuche gerade ein bisschen so meine Proben leer zu machen und ich muss mir jetzt wieder eine Tages- und eine Nachtcreme raussuchen, weil ich habe in letzter Zeit nur häufiger die Proben verwendet. Die fand ich gut, aber die ist mir leider viel zu teuer, um die mir nachzukaufen und ich habe eh genug Sachen. Dann habe ich noch eine Probe leer gemacht und zwar ist das von Shiseido. Man wird das nicht so ganz sehen. Die finde ich aber echt gut. Ich habe die Probe sogar aufgeschnitten. Die war wirklich gut, es war eine Nachtcreme. Aber mir ist das ehrlich gesagt ein bisschen zu teuer, die Shiseido-Sachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe genug Sachen, die ich noch aufbrauchen muss. Deswegen würde ich sie mir wahrscheinlich nicht nachkaufen, aber sie war gut und ich konnte es wenigstens mal probieren. Dann habe ich einen Nagellackentferner aufgebraucht, den es leider so nicht mehr gibt. Das war von Aveo, der Melone. Der war sogar mit Aceton. Ja, den habe ich für meine Fußnägel verwendet. Sehr interessant, ich weiß. Aber wegen dem Aceton kann ich das ja nicht für die Gelnägel verwenden und deswegen habe ich den für die Fußnägel verwendet. Deswegen hat er auch so lang gehalten und ich mochte den. Der riecht so richtig geil nach Melone. Ich bin echt traurig, dass der leer worden ist, weil der war wirklich gut. Ich finde schade, dass sie den nicht nochmal rausbringen, weil der war echt gut. Es gibt aber jetzt einen anderen limitierten und den werde ich mir mal anschauen, weil ich glaube, schön langsam gehen mir meine Nagellackentferner aus. Ich habe wieder eine Badekugel oder Badebombe von Lush aufgebraucht. Das war die Magma. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber ich poste das immer auf Instagram. Immer. Und deswegen... Ja, und die Lush-Badebomben mag ich sowieso gerne. Also da brauche ich gar nicht diskutieren, die liebe ich. Ich habe den Lidschatten leer gemacht. Der war von Yves Rocher.
Der ist in diesem Diegelchen bzw. in diesem Pfännchen drin, weil ich ja so ganz viele Lidschatten von Yves Rocher habe und ich versuche die gerade zur Zeit aufzubrauchen. Jetzt gerade benutze ich eine andere Palette, die ich für die Arbeit aufbrauchen will, aber ich bin echt brav, was Lidschatten aufbrauchen betrifft, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, dann habe ich eine Augencreme aufgebraucht, die ich auch überhaupt nicht mochte. Das war von Marbert, die Youth Now heißt die, glaube ich. So schaut es aus. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich mag sie überhaupt nicht. Sie soll ja auch die Wimpern verlängern. Am Anfang habe ich das Gefühl, es tut was dafür, aber umso länger ich sie verwendet habe, umso weniger war der Effekt irgendwie da. Deswegen, ich werde sie mir nicht nachkaufen. Ich finde die wirklich doof. Ich mag Marbert nicht. Marbert und ich, wir werden, glaube ich, niemals Freunde. Wirklich niemals. Dann habe ich einen Express Dry Spray aufgebraucht. Da muss ich mir welche nachkaufen, weil ich habe keine mehr, fällt mir gerade auf. Und ich glaube, den Aveo gibt es leider auch nicht mehr, weil sonst hätte ich mir den Aveo nachkaufen, weil das war der was damals rausgegangen ist bei Essence aus dem Sortiment, wo ich mir so viele bunkert habe. Und jetzt sind die ganzen leer, also muss ich mir einen neuen Ersatz suchen. Wo ich die Verpackung so schön fand von dem, aber was will man machen? Dann habe ich eine Duftprobe leer gemacht von dem Lancôme, vom La Vie Belle. Den habe ich auch in Original. Zigtausend Mal in verschiedenen Varianten. Die neuen Varianten, dann habe ich einmal die klassische Variante. Ich habe so viele Parfums, aber ich mag den sehr gern. Und ich wollte mal die Probe aufbrauchen. Ich habe so viele Proben, ich muss unbedingt Proben aufbrauchen. Dann habe ich die Augencreme aufgebraucht von Chanel und die war wirklich gut. Da habe ich jetzt noch eine in Verwendung. Man sieht das leider nicht so. So sieht man es hoffentlich. Die war wirklich gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mir kaufen würde, aber die fand ich echt gut. Ich habe die Probe nämlich von meiner Cousine bekommen, weil sie keine Proben verwendet. Dann habe ich einmal von Lancaster das Skin Life den Primer aufgebraucht. Ich fand ihn okay. Ich fand, der hat einen wunderschönen Glow gemacht, aber ob ich ihn mir nachkaufen würde, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil ich habe jetzt einen anderen Primer und mit dem bin ich ein bisschen zufriedener. Dann habe ich noch ein paar Proben leer gemacht. Ich habe von Ahava die ganzen Proben aufbraucht. Da war einmal ein Reinigungsgel dabei, einmal die Maske und die Tagescreme mit Lichtschutzfaktor und die Nachtcreme. Das ist aber, die heißt aber Overnight De-Stressing Cream. So. Fand ich alle Sachen wirklich gut. Wirklich gut. Nur das Problem ist, ich habe, wie gesagt, eh genug Pflege und deswegen werde ich sie mir jetzt nicht nachkaufen, weil ich ja mehr als genug habe und deswegen keine brauche. Dann ist ein Parfum leer geworden, den ich in der Arbeit im Spind hatte und da bin ich echt stolz auf mich, muss ich sagen. Der riecht nämlich so ähnlich wie der La Vie Belle, deswegen habe ich die Probe dazu aufgebraucht. Also er riecht ähnlich. Er kommt sehr, sehr, sehr nah dran. Sehr, sehr nah dran. Aber ich habe immer das Gefühl, er riecht, der La Vie Belle, der klassische, also wo ich die Probe aufgebraucht habe, riecht ein bisschen anders, als wenn ich den oben habe. Aber ja, ich finde die Larif-Düfte wirklich gut. Müsst euch die mal anschauen. Also ich glaube, ich habe das in irgendeinem Video auch schon mal gesagt. Den finde ich gar nicht schlecht. Hätte ich nicht so viel, würde ich mir vielleicht die günstigeren Varianten sogar nachkaufen. Aber ich habe mehr als genug Zeug. Dann habe ich eine Biotherm-Pflege aufgebraucht und die liebe ich ja. Das ist die Biotherm Aquasource Everplump. Und das ist meine absolute Lieblingspflege. Ich liebe die. Ich war echt traurig, wie ich die leer gemacht habe, deswegen kann ich mich nicht entscheiden, welche ich jetzt als nächstes verwende. Aber die fand ich echt gut. So sieht die aus. Kennt sie eh, die habe ich eh schon öfter aufgebraucht auch. Ja, das war sehr Biotherm-lastig, das aufgebrauchte Video, finde ich. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich ein bisschen verwirrt manchmal reinschaue. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr aufgebraucht habt im Monat Juli. Ich bin ganz stolz auf mich, dass ich den Duschschaum leer gemacht habe von Biotherm, obwohl ich auch echt nachtraue den Duschschaum. Ja, und dass ich ein Parfum wieder leer kriege, weil letztes Jahr kriege ich keine Düfte mehr leer, weil ich die zurzeit irgendwie durcheinander verwende. Also, ja, böse von mir. Aber ihr könnt mir mal gerne schreiben, wie ihr die Sachen findet. Ich bin stolz, ich habe wirklich viel aufgebraucht, was ich schon lange verwendet habe. Im Monat August habe ich ein bisschen kämpfen müssen, aber das seht ihr dann im nächsten Video wieder. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!